Hälfte geht jetzt ins 25 Meilen entfernte Péniche. Das hätte sich überhaupt nicht gestellt am Lernen. Ist es auch nicht. Gänsehaut, Leute! Gänsehaut! Richtige Gänsehaut! Joe ist auch gerade losgefahren. Unser niederländischer Kumpel. Ja, jetzt besuchen wir mal Joe. Weil wir haben ja viele Freunde. Wir haben sehr viele Freunde. Und da hinten kommt einer unserer Freunde. Was ist los, Joe? Ich wollte mal ein bisschen Geld holen, aber... Nee, wir gucken uns jetzt mal dein Boot an. Ja? Ja? Ja. Das ist übrigens Joe. Hi. Joe skatet immer hier. Ja. Und Joe ist einhand unterwegs. Ja. Ja. Joe kommt aus den Niederlanden. Ja. Woher? Aus Amsterdam, ne? Aus Amsterdam, ja. Aus Amsterdam. Und bis einhand bist du hierher gesegelt, bis nach Nazaré. Ja, ja. Ende August habe ich angefangen. Ja. Jetzt hier. Ja. Zu gehen. Um dann bis in die Karibik zu gehen? Ja, das ist das Plan. Das ist der Plan? Ja. Sehr schön. Super, wie viel Meter hat das Schiff? Wie viel Meter? 8,21 Meter. 8,21 Meter? Genau. Super. Ja. Und? Alles ist drauf und dran, denke ich. Ja. Was sie brauchen. Und jetzt wird es ein bisschen wackelig. Und jetzt wollte ich noch mal was zum Preis sagen, weil... Ich habe doch letztens gesagt, 5.000 Euro machen es auch. Und hier steht der Beweis. Darf ich Schuhe anlassen? Ja. Das hier ist mein holländischer Held. Das ist ein holländischer Held, okay. Und der fährt ein ganz kleines Boot. Ja. Und der fährt, hier ist das... Eins der Geschichte ist, dass er nach der Azoren fährt, ja. Aber ohne alles. Hat nur eine Karte dabei, okay. Kein Kompass, keine Navigation. Oh, ohne Kompass? Aber eine Uhr hat er dabei, für den Lenkrad bestimmt. Ja, er macht alles auf Sterne. Und er ist alles auf Sterne, okay. Er ist auch ein ganz guter Navigator. Guck, er macht sich selbst, bastelt sich eine... Mit der Strippe, ja. Eine Art Sextant. Ja. Wie nennt man das? Das Gerät? Ja, in Deutsch weiß ich nicht, aber mal gucken wie. Ich sage Jakobsstab, das genau, Jakobsstab. Jakobsstab. Ja. Und dann macht er einfach aus dem Lineal und so. Und das ist ein richtiger Jakobsstab. Ja. Kann man sich selbst basteln. Und der weiß ganz viel über Sterne und alles. Also Astronavigation ist der ganze Firma. Ne? Ja. Aber kannst du mal erzählen, was ein Jakobsstab ist? Wie funktioniert ungefähr im Groben ein Jakobsstab? Ja, man... Ganz schnell zusammengefasst, in einem Wort. In einem Wort. In einem Wort möchte ich jetzt noch die Jakobsstab. Unmöglich. Das ist schwierig. Ja. Unmöglich. Man braucht die Ecke zwischen einem Stern oder oder die Sonne und dem Horizont und dann weiß man, wo man... sich befindet. Braucht man dafür irgendwelche anderen Werte noch? Oder braucht man einfach nur... Na, man braucht doch... Tabellen. Ja. Braucht man Tabellen. Ja. Okay. Eine gute Rechenmaschine oder ein guter Kopf. Okay, sehr schön. Ja. Aber er navigiert auch mit Wellen. Und einmal hat er nicht gewusst, wo er war. Und da hat er ganz viel Dreck und Sacke gesehen. Da nördlich von mir ist die Fahrroute von dem großen Schiff. Also es ist nicht gut, weil die haben noch immer ihren Dreck über Bord geschmissen damals. Ja. Wann war das? Das 80er Jahre. 80er Jahre. Ja. Und wie heißt der? Hank Bessemer. Hank Bessemer. Ja. Und das Spannende ist bei Einhandseglern, dass sie eigentlich illegal unterwegs sind, weil es heißt, einer muss immer Wache gehen an Bord. Ja. Und das ist die Schwierigkeit beim Einhandsegeln, dass du nicht permanent Wache gehen kannst. Nein. Wie machst du das mit dem Schlafen? Ja, ich habe hier meine Uhr.
Deine Uhr. Die ist immer um 5 vor 12. die steht immer auf 15 Minuten. Ah, okay. Alle 15 Minuten. Wenn ich keine Schiffe um mir sehe, und ich habe hier auch ein AIS, da stehen auch kein Schiff, auch wenn die außerhalb 10 Meilen sind, dann schlafe ich 15 Minuten, manchmal 20. Manchmal 20. Ja. Und dann werde ich wach und dann gucke ich raus und nehme ich ungefähr 1 oder 2 Minuten Zeit, weil man sieht ja nicht immer alles mit dieser Welle. Mit dem nicht wie auf dem kleinen See. Und du musst dich erstmal gewöhnen an die Augen, an die Müdigkeit. Und dann lege ich mich wieder hin, mache ich piep und dann geht es wieder 15 Minuten. Und bei dir ist es spannend, du kannst wirklich auf Knopfdruck einschlafen. Ja, ich schlafe sehr gut ein, ja. Also sofort, du könntest praktisch dich hinlegen und du weißt, du kannst jetzt einschlafen. Innerhalb einer Minute bin das ich weg. Das ist Wahnsinn, ja. Danke dir. Super. Ja, bitte. So, jetzt. Prost. Cool. Ja, Skull. Prost. Cool. Prost. Prost, ne? Prost, Prost, ne? Schön, dass du vorbeikommst. Ja, schön, dass wir uns begegnet haben. Ja. Das ist gut. Wir sind uns übrigens in La Coruña das erste Mal begegnet. Ja. Wie war das, mich zu treffen? Ja, das war richtig beängstigend. Ah. Weil ich habe da eine Nacht nicht geschlafen und dann kam es wieder gut. Also da, bei so einem Moment, wenn du so jemanden wie mich triffst, kannst du nicht schlafen. Ganz intimidierend mit seinem Schnurrbart und seinem Roller und so. Gänsehaut, Leute! Gänsehaut! Richtige Gänsehaut! Joe ist auch gerade losgefahren. Unser niederländischer Kumpel. Der ist da hinten. Wir machen gerade so eine kleine Regatta. Das ist mega cool hier. Horizon, Horizon, Horizon. This is sailing boat Tonga, Tonga, Tonga. Over. Tonga, this is Horizon. Over. Ja, mal schauen, wann der Wind dreht. Also der soll ja nachher ein bisschen mehr auf Süd kommen. Dann müssen wir vielleicht nachher noch einen anderen Schlag fahren. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Over. Ja, geht herrlich. Mache ungefähr 5,5-6 Knoten. Ja, wir mal gucken. Ich gehe einfach so weiter und dann werden wir mal sehen. Also bis heute Abend oder bis gleich. Viel Spaß. Over. Dir auch viel Spaß. Grüße von Bernd. Over. Bitte aus. Wie kann man jetzt hier beenden? Exit. Naja. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wo wir heute lang gehen. Und zwar sind wir hier in Nazaré gestartet und werden jetzt praktisch hier nach Peniche reingehen. In den nächsten Hafen. Ja, so, das ist hier die Strecke, die wir fahren heute. Wir haben jetzt noch 90,8 Meilen. Thank you.